Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pure Farming 2018. Wir müssen kurz nochmal Wasser holen gehen fürs Gewächshaus. Und ihr hört's, ging immer noch so scheiße in der letzten Folge. So, wir widerrufen mal kurz und ich nutze die Zeit, um mir kurz mein Näschen zu putzen. Professionellster Let's Player EU West. So. Und dann werden wir nämlich unser Wasser wieder zurück zum Gewächshaus bringen und danach mal schauen, ob wir irgendwie schon Dünger haben. Toll wäre natürlich, wenn wir die Gülle von den Kühen ausbringen könnten. Müssen wir mal schauen, ob das so funktioniert. Also, ich weiß auch nicht, wie viel die schon produziert haben. Wir haben die ja erst relativ kurz seit diesem Tag eben. So, aber sonst läuft unsere Farm ja ganz gut. Ah, hier ist, glaube ich, das mit den Schafen, oder? Kurz schauen. Ich wollte in dieser Folge auch mal Schafe kaufen. Ja. Tier kaufen. Wir haben offenbar schon den Stall gebaut. Ah, und dann haben wir hier Wollsäcke, okay. Da kaufen wir mal ordentlich, reichlich. Okay, damit ist das Futter zu 100% aufgefüllt. Ja, und dann hoffen wir mal, dass das ein lukratives Ding wird, ne? Was machen hier unsere... Ja, ne? Wer sind wir denn hier? Haben wir einen flotten Finger an der Hupe, ne? Eigentlich kommen wir hier noch vorbei. Entweder sie warten oder sie fahren hier halt rum. Mann. So, wie sieht das aus? Verkaufen kann ich hier vermutlich immer noch nichts, ne? Ah, Entschuldigung. So. Kaninchen alt. Ich dachte, wir könnten ab Kaninchen verkaufen. Ich bin aber sowieso etwas irritiert, weil es mal Kaninchen, mal Hasen heißt. Hasen, im Hasenstall sind Kaninchen. Ein bisschen merkwürdig, aber gut. Naja, warten wir das mal ab. Also, diese Enzyklopädie, die hat sich da ja als wenig hilfreich erwiesen, ne? Hasenstelle. Hasen müssen ähnlich wie Hühner nicht gefüttert werden. Du kannst junge Hasen im von dir gekauften Hasenstall unterbringen. Sie sind innerhalb eines Tages ausgewachsen. Danach kannst du sie über dein Tablet verkaufen. Lass dir aber nicht zu lange Zeit, denn bereits nach 6 Tagen können sie sterben. Mit Hasenzucht kann man schnell etwas Geld verdienen. Na gut, aber übers Tablet haben wir es ja schon versucht, ne? Warten wir das. Tiere verkaufen. Keine Tiere zum Verkauf. Das ist ein bisschen das Problem, ne? Naja, aber Kredit brauchen wir noch nicht. Wir fahren jetzt den ganzen Bums hier. Was ist da eigentlich? Gemüse- und Obstspeicher. Ach, okay. Ach, da hatten wir mal Tomaten hingebracht, ne? Sollte man... Ja, wir sollten die direkt verkaufen. Okay. Dann bringen wir das jetzt, wie gesagt, schnell zu dem... Gewächshaus. Also das mit den Gewächshäusern gefällt mir eigentlich ganz gut. Hier sind noch ein paar Tomatenkisten. Bewegen wir schnell noch die Ladung. Okay, damit ist es da, glaube ich, voll. Hier unsere Kühe. Schauen wir uns auch mal an. Grüß euch. Ibims, der Landwirt. Manche sehen so ein bisschen versteinert aus, ne?
Die zuckelt da irgendwie durch die Gegend. Ja, ausbaufähig, würde ich sagen. Ausbaufähig. So. Aufwerten für 50.000. Wo uns das leisten können. Wie sieht's denn aus hier? Gülle und so haben die immer noch nicht. Das sind halt alles noch Kälber, ne? Ach komm. Was kostet die Welt? Wenn schon, denn schon. So viel anderes Zeug müssen wir, glaube ich, nicht mehr kaufen. Dann kaufen wir noch mal ein paar Tiere. Also super. Und dann kaufen wir noch mal ein bisschen was. Hier hatten wir auch... Da ist ja so eine Anzeige. Okay, müssen wir uns auch noch mal anschauen. Kaufen wir schnell noch mal ordentlich Futter. 3000 Ocken hier. Ich werde bekloppt. Bald melden wir Privatinsolvenz an. Naja, aber versorgt sind die Dinger ja erstmal. Ich frage mich immer noch, was Flüssigdünger ist. Was macht das in dieser Liste? Wieso brauchen die Flüssigdünger? Naja, gut. Jetzt wollte ich ja noch, genau, ich wollte ja noch nach einer Spritze gucken. Wie gesagt, da müssen wir schauen, also. Andere, vermutlich, ne? Da frage ich mich auch, wofür man diesen Mischwagen braucht, wenn man doch Futter direkt kaufen kann. Fragen über Fragen. Okay, hier ist es nicht. Anhänger dann, ne? Das sieht doch gut aus. Dünger. Zur Felddüngung. Das brauchen wir doch. Aber eigentlich könnten wir auch den kleineren Wagen dann nehmen, ne? Okay. Dann haben wir uns den gekauft. Es kostet zwar übers Menü jetzt mehr, aber gut. Wir werden das schon alles wieder rausbekommen. Es ist jetzt... Ja, ich gebe zu, es ist sehr teuer alles hier. Das gebe ich zu. Aber man muss auch mal was kaufen, ne? Man muss auch mal die Wirtschaft ankurbeln. Habe ich früher immer gesagt, wenn er dann immer hieß... Also... Ich habe immer gerne gekauft als Kind. Ja, jetzt nicht im Übermaß, aber... Schon ganz gerne, hieß es immer von meinen Eltern. Ansgar, willst du wieder die Wirtschaft ankurbeln? Aber, ja. So. Natürlich wollte ich das. Das war mein... Ich habe nie Sachen gekauft, weil ich sie haben wollte, sondern... Weil ich der Wirtschaft was Gutes tun wollte. Grüße an der Stelle an meine Eltern. So. Falscher Winkel. Oder hatten wir sowas schon mal gekauft? Nee. Mir war gerade, als hätten wir sowas schon mal gekauft. So ein tolles Gerät. So. So. Können wir das hier auffüllen? Nein. Obwohl da Liquid Fertilizer steht. Das ist ja schade. Mal schauen, wo wir den Gülle... Ach, das Problem hatten wir schon mal genau so. Und da hat sich jemand von euch lustig gemacht. Über mich. Weil ich an dieser Dings versucht habe... Mein Anhänger eben aufzutanken. Fahrzeuge. Okay. Bringen uns hier an der Stelle nicht so weiter. Mal schauen.
Hab wir Services? Nee. Nee. Wassertank. Geräte. Oder müssen wir es bei den Kühen dann aufnehmen, die aber ja noch nichts produziert haben? Ein Dilemma. Hier ist das Milchsilo. Ah, okay, da müssen wir auch Milch extra rüberfahren. Okay, das ist ja schon mal gut zu wissen. Gülletank. Können wir aber auch nicht auffüllen irgendwie. Schade. Na, wir werden das schon irgendwann hinbekommen. Genießen wir erstmal hier den Ausblick. Na, ja, da wird gerade auch wieder ordentlich Kasala hier den Tomaten gegeben. Wie sieht's hier aus? Okay. Es lohnt sich noch nicht, die paar Tomaten mitzunehmen. Ich glaube, das ist erst das erste Mal, dass es hier tatsächlich mal weniger zu tun gibt, ne? Schauen wir uns hier nochmal kurz an. Düngung, Spritzen haben wir halt beides noch nicht. Aber sonst... Die Kaninchen hier können wir ja irgendwie nicht verkaufen. Ah komm, wir spulen mal vor. Ich glaube, wir können guten Gewissens vorspulen. Und dann legt sich jetzt hier die Dunkelheit über unseren Hof. Ja, wirklich mini. Ich finde die Grafik auch... Naja. Also, mir fehlt hier die Sonne am Himmel. Es ist, naja. Können wir wieder Futter kaufen hier? Nee, okay, ich dachte schon. Ja, kann man gar nicht so viel machen. Aber was wir natürlich machen können, ist mal unsere ganzen Fahrzeuge hier zurück zum Hof zu bringen. Wie machen wir denn nochmal? Ah, genau, mit F2 war das, ja. Da haben wir doch. Was war das denn hier nochmal hier vorne? Ach, das war das Saatgut, genau, stimmt. Lass mal wieder überlegen. Der Pickup ist auch entbehrlich, den könnten wir zur Not noch opfern, wenn wir mal in eine finanziell schwierige Situation kommen sollten. Was uns natürlich nicht passieren wird, ist ja klar. Ah, wir können auch schon mal den Mähdrescher hier aufrüsten. Hat auch nicht so eine riesige Arbeitsbreite, aber wird schon passen. Notfalls lassen wir es den Helfer machen. Pflücker anbringen. Das finde ich auch noch ein bisschen unvorteilhaft. Pflücker. Ich meine, das ist ja ein Schneidwerk, ne? Oder? Naja. So, dann platzieren wir unseren Mähdrescher mal hier. Verbleibende Kultur 0%. Er ist, glaube ich, noch nicht reif, ne? Oder müssen wir kultivieren können wir jetzt sowieso nicht mehr. Na, wir schauen mal. Sieht's hier aus? Alles gut noch?
Hat sie nichts getan. Okay. Vielleicht zu Mitternacht dann immer erst. Was jetzt gleich wäre. Schauen wir mal. Naja, da ist tatsächlich was passiert. Mitternacht. Können wir denn jetzt Kaninchen verkaufen? Oder geht es noch immer nicht? Dünger, natürlich Dünger. Hier. Keine Tiere zum Verkauf. Keine Tiere zum Verkauf. Flüssigdünger. Hier gibt es tatsächlich Flüssigdünger. Okay. Gucken wir mal, wo wir den... Das ist ja super. Dann ist der Kuhbetrieb hier essentiell für den... Für die Feldwirtschaft. Oder für die... Ja. Für die Bewirtschaftung der Felder. Gewächshaus, Gewächshaus, Feldfrüchte können eingesammelt werden. Okay. Aber hier am Güllefass... Doch. Können wir auftanken. Perfekt. Dann können wir das nämlich direkt auf dem Feld hier ausbringen. Das ist jetzt, glaube ich, auch schon fast fertig. Mitten in der Nacht machen wir mal Licht an. Man sieht überhaupt nichts. Völlige Orientierungslosigkeit. Düngung, ja. Natürlich blöd jetzt die Ernte direkt nachdem es geregnet hat hier, ne? Aber wir haben nicht viel Dünger, deswegen bringen wir einfach mal das, was wir haben auf dem Feld hier aus. Die Bewässerung steigt mit dem Dünger, okay. Gespritzt haben wir aber jetzt natürlich nicht. Ah, dann macht man, dann füllt man seine Spritze. Muss ich mal kurz schauen. Fahrzeugmarkt. Anhänger. Haben wir denn hier so eine Spritze? Haben wir so eine? Können wir so eine kaufen? Ja, müssen wir ja. Kultivierung. Hier. Dann füllen wir so eine Spritze nämlich da vorne bei dem Dünger auf. Bei dem Liquid Fertilizer. Ich verstehe es langsam. Ich verstehe langsam, wie das Ganze hier funktioniert. Nach 14 Folgen oder was kann man das auch langsam mal. Gebe ich euch recht. Wenn ihr das gerade schon so vor euren Computer gemurmelt habt. Oder schon in den Kommentaren geschrieben habt. Mensch, Ansgar, bist du dumm. Lass das mit den Videos. Kannst du nicht. Glaube ja, immer welche. So. Dann machen wir das jetzt mal schnell fertig. So, 200 Leder noch. Okay. Und damit ist der Container leer. Auch wenn es kein Container ist, aber gut. Ja, und dann würde ich sagen, beenden wir das Ganze an der Stelle. Ich denke, obwohl wir könnten vielleicht noch mal schnell den Mähdrescher hier in Betrieb nehmen. Wäre vielleicht keine schlechte Sache. Schauen wir mal. Der Erntemechanismus. Müssen wir noch nach unten bewegen. Und Stroh wollen wir auch abladen. Können wir das mitnehmen? Tatsächlich. Es ist soweit. Es ist Erntezeit, Leute. Die Ereignisse überschlagen sich. Klappt ja ganz hervorragend. Gut. Wir... ernten hier bei Regen. Tja,
wird sich die Mühle freuen. Gut, ich würde aber sagen, das machen wir in der nächsten Folge mal ganz ausführlich. Ich danke euch fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal reinschaut. Wenn ihr das selbst spielen wollt, schaut mal in die Videobeschreibung. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, gerne auch ein Like da lassen und nächstes Mal da reinschauen. Bis dahin, tschüss!